Hallo lieber Krebs, schön, dass du hierher gefunden hast. Wir werden uns heute im Kollektiven uns deine Liebessituation uns anschauen mit deinem Kontrapart. Das ist ja so, du hast eine weibliche Energie und eine männliche. Das spielt gar keine Rolle, ob du jetzt Mann oder Frau bist, weil du beide Energien in dir hast. In einer Energie befindest du dich mehr wie die andere. Das kann aber auch gut sein, du befindest dich in beide Energien, ja? Wie ich ja schon oft sage, hör dir bitte auch die anderen Energien an. Du bist ja nicht nur Krebs, du hast einen Aszendent, Mond- und Venus-Sternzeichen, die nämlich auch eine große Rolle spielen in dein Leben, ja? Okay, gut, dann würde ich sagen, lass uns starten für den Monat April. Das kann aber auch hinausgehen, kann aber auch die Vergangenheit sein. Wir sehen nämlich mit den Karten hier und jetzt. Ja, also diese ganze Zukunftstendenzen, das kann man nicht immer so sagen. Das sind wirklich nur Tendenzen. Ja, die Energie ändert sich jedes Mal, sie fließt. Ja, okay. Schauen wir jetzt mal für dich, lieber Krebs, was sie uns sagen wollen bezüglich eurer Liebessituation. Das kann ja gut sein. Du bist Single, du willst einfach mal reinspicken, was die Karten sagen, ja? Oder du hast hier jemand im Visier, du hast diese Person vor kurzem kennengelernt. Das können auch zwei Männer sein, ja? Zwei Frauen gleichzeitig. Ich perdono. Das ist schön. Diese Entschuldigung. Verzeihen, wir entschuldigen uns gegenseitig, wir finden wieder die Harmonie in einer Partnerschaft. Hey, wir können alle Fehler machen. Gerade eben habe ich das auch den Zwillingen gesagt, dass man, weil bei den Zwillingen kam die stürmische Beziehung raus, also quasi dieses Angreifen, dieser Meinungsunterschied, den man hat. Und hier kommt man quasi zu dem nächsten Schritt. Man entschuldigt sich hier, man macht Frieden, man ist nicht wütend auf den anderen. Es kann doch passieren, dass man auch mal Fehler machen kann in einer Beziehung. Es kommt immer darauf an, was sind das für Fehler. Aber hier ist es wichtig, dass wir lernen zu verzeihen. Wir können alle einen Fehler machen. Ja, wir sind Menschen. Aber hier geht es wahrscheinlich um einen Fehler, der jetzt nicht so dramatisch ist. Ja, man verzeiht ja diesen Fehler. Das kann gut sein, dass zwei Menschen sich wiederfinden, ja, die sich verloren haben mit der Zeit. Aber auch in Beziehungen, wie oft passiert es, dass man 20, 30 Jahren zusammen ist und irgendwann man sich mal verliert oder in 10 Jahren. Das passiert doch jeden. Es gibt Höhen und Tiefen in einer Beziehung, ja. Und hier geht es um dieses Verzeihen. Sehr schön, du hast vorne die 3 und dann hinten die 4. Das sind wirklich schöne Zahlen, indem du etwas anfangen kannst. Stabilität, neue Sichtweise, etwas zu sehen, was bringt uns die Zukunft zusammen. Und dann die 7 als Querzahl, ne? Die 7 hat viele Bedeutungen, ja. Und das ist eine heilige Zahl. Zusammen können wir das schaffen. Zusammen sind wir stark, ja. Du kannst auch sagen, hier ist alles drin und hier ist dieses Viereck, ja, das Konstruktive, indem wir zusammen etwas konstruieren, können wir auch sagen. Ja, also du kannst mit den Zahlen das genauso formulieren, ja. Sehr schön. Ich könnte mir hier aber auch vorstellen, etwas, indem in deinem Leben du anfängst, dir etwas zu verzeihen. Und nur so kommst du an die wahre Liebe ran, wenn dein Herz sich öffnet, ja. Wir könnten ja auch sagen, du fängst hier an, dich zu öffnen, ja? Lieber Krebs, es ist wichtig für den Krebsmenschen, weil die Krebsmenschen, das Allerwichtigste für einen Krebs ist die Beziehung. Also Leute, das ist wirklich kein Scherz, aber egal wer Krebs hat in den Häusern oder jemand, der Aszendent oder im Vedischen, so wie bei mir, da ist die Beziehung wichtig zu den anderen. Also bei den Krebsmenschen, das sind Personen, die wirklich jemand brauchen. Das sind Menschen, die diese Liebe geben, auch mit den Kindern. Also das sind wunderbare Eltern. Natürlicherweise kommt es immer darauf an, wo sind deine anderen Energien, aber ich rede jetzt hier von dem Krebs, ja. Das ist wirklich eine Person, die empfänglich ist, die anfängt tatsächlich auch zu erkennen, ja, wie die Liebe ist, das Zuhause, die Wurzeln. Ja, das ist sehr schön und das ist auch ein Mensch, der kreativ ist. Ja, also der Krebs ist auch sehr kreativ. Okay, schauen wir uns jetzt mal an, was die Lavendelkarten uns sagen bezüglich euch zwei. Wie gesagt, das kann auch gut sein, du hast diese Person vor kurzem kennengelernt und es ist irgendwie etwas passiert, ein Missgeschick und ihr habt vielleicht kurz gestritten oder ihr wart nicht der gleiche Meinung und
ihr habt wieder hier den Anhang. Also das ist gar nicht so schlimm gewesen, ne, der Streit, dass man hier wirklich zusammen kollaborieren kann, würde ich sagen. Ressourcen. Habe ich diese Ressourcen? Habe ich alle Ressourcen? Also ich fühle mich sicher, wenn ich bei dir bin. Ich fühle mich sicher, wenn du neben mir bist. Also wie ich ja schon gesagt habe, das wird bestätigt von der Karte. Also ein Krebs braucht Sicherheit. Ein Krebs fängt nicht irgendetwas an. Das sind Menschen, die wirklich glücklich sind in einer Beziehung. Du wirst jetzt sagen, nicht alle sind so. Nein, aber ich rede jetzt wirklich von den Krebs, von den Sternzeichen. Und das sind Menschen, die glücklich sind, wenn sie eine Partnerin oder einen Partner haben. Das sind nicht Menschen, die alleine gerne sind. Du kannst jetzt nicht einen Krebs, das ist die Opposition vom Steinbock, vergleichen mit einem Steinbock. Ein Steinbock ist wahrscheinlich besser dran alleine, aber ein Krebs nicht. Der Partner sollte da sein, die Partnerin sollte da sein. Das kann aber auch gut sein, Kaution. Sei vorsichtig, nimm alles mit der Pinzette, weil du könntest jetzt in einer schwierigen Situation sein, vielleicht nervös oder auch etwas machen, was riskant ist, wo gefährlich sein könnte. Also bitte sei vorsichtig auch, lieber Krebs, wie du jetzt mit dieser Person umgehst oder wie ihr beide umgeht. Weißt du, manchmal ist die Sache so sensibel, dass man vorsichtig gehen sollte. Ja, vielleicht nicht sich überstürzen oder vielleicht nichts vorwerfen, aufpassen, was man sagt, also mit dem Ton, weil es könnte gut sein, dass du auf der anderen Seite jemand hast, der nervös ist, der gerade nicht ruhig ist, kein ruhiges Kopf hat. Und wenn jemand kein ruhiges Kopf hat, dann kann man mit ihm oder mit ihr nicht diskutieren, weil es wird, also es gibt Menschen, die sehr nervös sind, die sehr viel rausholen aus sich und die auch mit der Lage, die wir haben, ja, also von den Körpern, von den Himmelskörpern, ne, das ist klar, die Planeten, wie sie gerade stehen, vieles kommt jetzt raus. Und wie ich ja schon oft gesagt habe, und ich sage es wieder, nicht für jeden ist es passend, was gerade passiert, ne, mit Pluto im Wassermann. Nicht jeder kommt damit zurecht. Also ich selber habe da auch meine Schwierigkeiten, weil da wird alles rausgeholt. Das ist wie wenn wir andauernd sterben und wieder geboren, sterben und wieder geboren. Das ist immer dieses Mechanismus. Und auch wenn du jetzt sagst, lieber Krebs, ich habe das irgendwo in meiner Karte, das ist so. Das ist wirklich so. Das kommt raus, Leute. Das ist das A und O. Das ist das Allerwichtigste, weil du wirst immer wieder geboren. Das ist wie wenn eine alte Seite von dir abstirbt und du dich immer wieder häutest. So ist es, wenn man Skorpion hat oder ein Haus in Skorpion oder wie das auch immer mit diesem Pluto ist, ja? Und das verursacht auch Unsicherheit, auch Nervosität, weil nicht jeder empfängt das gleich. Und es kann ja gut sein, dass dein Partner oder deine Partnerin nicht richtig damit umgehen kann und du vorsichtig sein solltest, wie du damit umgehst, wie du mit ihm redest, wie du mit ihr redest, weil das kann ja auch eine Frau sein, ja? Okay, schauen wir jetzt mal hier uns die weibliche Energie. Ich sage es wieder, du kannst ja auch ein Mann sein. Ich sage es immer wieder, weil es kann ja gut sein, dass man hier mit jemand zu tun hat, der neu ist, der guckt sich das Video an und sagt, ah, hier muss ich eine Frau sein. Nein, musst du nicht sein. Du kannst ja auch ein Mann sein, okay? Du hast eine weibliche Energie, das habe ich schon vorhin gesagt, auch bei den Zwillingen. Manchmal, also wenn man so eine Pendelarbeit macht, kann man sehen, wo ist man energetisch und dann kommt entweder die männliche Seite mehr raus oder man ist im Gleichgewicht. Also es ist sehr wenige, die im Gleichgewicht sind. Das ist selten, aber gibt's, ja. Und man hat immer eine Seite, die mehr tendiert, ja. Also Karma, hier wird etwas gearbeitet, hier wird das Karma bearbeitet und hier kommt man im Gleichgewicht. Die weibliche Energie, das Krebsfrau, ja, Krebsmann natürlich auch, ja, kann hier sein Karma bearbeitet haben. Bearbeitet hier etwas Wichtiges. Ich habe abgeschlossen. Das ist ja das, was ich sage. Wir werden nicht umsonst in dieser Zeit geboren. Also wir sind nicht umsonst in dieser Zeit geboren worden, dass wir jetzt erwachsen sind, dass wir jetzt gewisse Dinge bearbeiten, weil jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Die Gerechtigkeit ist auf deiner Seite. Alles wird so sein, wie es sein wird. Ja, alles bekommt seinen Platz. Alles geht in seinen Platz wieder zurück, wie es sein sollte. Ja, manchmal ist es so, wir haben Schwierigkeiten damit. Ja, natürlich haben wir Schwierigkeiten. Also, weil das ist ja gar nicht einfach. Also, Krebs, du bist auch jemand, der anfängt. Du gibst ja auch zum Beispiel bei dir fängt ja dann auch der Sommer. Du bist ein Anfänger, ja. Also, das sind diese fixierte Sternzeichen. Dann gibt es diese, wie sagt man das jetzt auf Deutsch?
bewegende, ja, ich hoffe, ich sage das richtig. Also, ja, das ist schwer, wenn man das auf Italienisch weiß ich das, aber ja, das ist halt so, Elis Bailey, sie erzählt darüber, ja. Und natürlich auch der Krebs, der ist ja ein Kind vom Mond, ja. Und der Mond hat viele Seiten. Der Mond, das ist keine einfache Energie, ne? Weil sie mit sich auch sehr viele Dinge trägt, ja. Und du weißt ja nie, wie ist jetzt der Krebs, ne? Mann oder Frau, wie ist er denn drauf? Du wirst sehr oft hören, dass ein Krebsmann oder Frau auch oft Lunatiker, also launisch ist. Launisch. Also du weißt nie 100%, wie du diesen Mann oder diese Frau in dem Moment findest. Ob er jetzt lacht, ob er jetzt weint. Er hat viele Seiten von sich, wie der Mond selbst. Der Mond hat viele Gesichter. Und so finde ich auch, kann der Krebs sein. Und das ist ja aber auch wichtig jetzt, ne, dass wir uns diesen Aspekt ansehen. Was bringen wir in Gleichgewicht? Was haben wir gemacht? Und diese Richtungen, Dinge, die bis jetzt nicht funktioniert haben, sie funktionieren. Oder Dinge, die nicht mehr in unser Leben passen. Sie haben nicht den richtigen Platz, werden gehen. Ja? Und bitte nicht vergessen, wir haben ja auch Neumond. Ich glaube, das ist am 8. oder 7. April in Waage. Entschuldigung, Widder. Entschuldigung, jetzt wollte ich Waage sagen. Widder. Wir hatten nämlich den Vollmond. Das war es schon. Aber jetzt sind wir in diesen Neumondphase. Und wir fangen etwas Neues an. Das ist klar. Sinizia, dal fuoco, das ist ja perfekt. Also wir fangen an mit dem Feuer, weil der Widder fängt das an. Der Widder gibt sozusagen diesen Input, ja, für den Frühling auch, ja. Okay, schauen wir uns jetzt an mit den ganz normalen Orakelkarten, was sie uns erzählen wollen. Also hier bringst du dein Karma wieder in Ordnung. Du balancierst hier etwas. Das ist dein Gleichgewicht. Es ist wichtig, dass die Gerechtigkeit herrscht, ja, über dich, über die Situation, weil nur so kann das funktionieren, nicht anders, ne? Amicizia, hier ist irgendwo eine Freundschaft. Blocco. Faschino, hier haben wir jemand, der sehr attraktiv ist. Das kann gut sein, ihr seid hier Freunde geblieben. Ihr seid hier nur Freunde geblieben oder das ist eine schöne Freundschaft, aber irgendwo ist jemand blockiert. Blockiert sich vielleicht auch selbst in dieser Freundschaft. Das ist mein Step, mein nächster Punkt. Ich möchte nur Freundschaft. Aber was ist, wenn es mehr ist als nur eine Freundschaft? Wenn hier dabei wir mehr entdecken, weil wir hier eine Frau gefunden haben, die uns gefällt, ja, sie hat alles, was stimmt, sie fasziniert uns auch. Du kannst aber auch sagen, dieser Mann fasziniert uns, nicht nur die Frau, ja. Hier ist sehr viel, ja, ich denke, diese Person hat sehr viel erlebt und er ist sehr unsicher. Sehr unsicher. Er ist sich auch unsicher. Das kann ja auch gut sein, das hat mit Freunden zu tun, das ganze Thema. Dass hier Freunde eine Wirkung haben, dass er vielleicht auch sich von den Freunden entfernt hat. Diese Person wurde etwas weggenommen. Entbehrung. Die Karte kam raus. Also diese Person hat sehr viel erlebt in seiner Vergangenheit. Ja? Also wir haben das oft zur Zeit, fast bei jeder Legung, indem wir unsere Startwunde bearbeiten. Ja, also wir haben alle irgendwo eine Wunde, mit dem wir uns inkarniert haben. Das habe ich schon gesagt, das kannst du in deiner Geburtskarte sehen durch Chirion. Ich hoffe, ich sage das richtig, Chirio in Italiano. Das ist dieser Planet und da siehst du das, weil er wurde ja auch verletzt. In der alten Mythologie, also die Mythologie hilft uns sehr, mit den Himmelskörpern sie zu verstehen und das hat auch mit uns zu tun. Also das sind nicht nur Geschichten, ja, die irgendwie geschrieben worden sind, sondern sie haben auch eine Richtung. Sie werden uns auch weiterhelfen. Sie helfen uns auch weiter, ja. Okay, also hier gibt es irgendwo eine Freundschaft. Kann ja gut sein, du bist mit dieser Person befreundet, ja. Aber es ist irgendwo eine Blockade da zwischen euch zwei. Vielleicht will einer mehr und der andere hat eine Wand gesetzt, ja. Oder diese Person ist gerade sowas von durcheinander, dass er oder sie nicht weiß, ob er mit dir mehr haben will oder es nur Freundschaft bleibt, ja? Oder hier könnten auch die Freunde eine große Rolle spielen, ja? Dass vielleicht auch die Freunde hier helfen können, ja? Freunde können manchmal wirklich helfen. Ich nehme noch mal die Karte. Hier verteidigt sich jemand. Ja, hier ist, es kann auch gut sein, dass hier jemand irgendwie Angst hat. Ich habe Angst,
dass ich verlieren könnte, dass das Leben mir wieder etwas wegnimmt. Also entweder ist hier jemand auf die Defensive, verteidigt auch irgendwo sein inneres Kind, die passive Seite. Kann aber auch gut sein, dass jemand hier diese Beziehung verteidigen möchte. Vor falsche Freunde, vor falsche Personen. Ja, das kann auch gut sein. Dass du jetzt sagst, ich weiß, wieso das Ganze passiert ist. Weil er falsche Freunde hat, weil sie falsche Freunde hat. Kann auch gut sein, ja. Also es kommt immer drauf an, lieber Krebs, was erlebst du gerade mit dieser Person? Welche Situation passt mehr zu dir, zu euch zwei, ja? Schauen wir jetzt mal mit den Situationen. Bin ich jetzt sehr gespannt. Hier ist jemand verheiratet oder verheiratet gewesen. Und hier wird jemand irgendwo, wie sagt man das, wie habe ich das vorhin gesagt, verführt. Seduce, ne? Seduction auch auf Englisch. Aber wir haben hier eine Person, das kam bei dir, glaube ich, letztes Mal auch raus. Also lieber Krebs, das wiederholt sich bei dir. Wir haben hier eine Person, die wahrscheinlich sehr weiterentwickelt ist. Seelisch. Also wir haben immer, es ist so, wir kommen oft mit Personen zusammen, die nicht entwickelt sind. Also einer ist immer mehr entwickelt. Und der andere nimmt den anderen als Beispiel. Oder es geht auch, dass beide irgendwo den gleichen Stand haben. Aber irgendwo schläft die Seele noch. Die sollte sich noch aktivieren. Also das kann gut sein, dass du jetzt hier weitergegangen bist. Du weißt schon im Leben, was du willst, aber irgendwo gibt es hier jemand, der sich auch verführen lässt. Ja, das kann ja eine Verführung sein durch eine dritte Person, durch jemand sein, der hier vielleicht auch jünger ist. Es kann aber auch gut sein, dass du hier diese Kapazität hast, diese Person zu verführen, ja? Dass hier irgendwo auch jemand verheiratet ist. Jetzt klingelt auch noch mein Haustelefon. Ein Augenblick. So, lieber Krebs, bin wieder zurück. Genau, wo waren wir stehen geblieben? Genau, also diese Person könnte hier auch verheiratet sein. Das kann aber auch gut sein, dass diese Partnerschaft zwischen euch zwei ist. Wie ich ja schon gesagt habe, dass hier auch jemand irgendwie eine Wirkung hat auf euch zwei. Oder auch ihr seid verheiratet gewesen, ja, und seid Freunde geblieben, ja. Aber immer noch ist irgendwo eine Verbindung da zwischen euch zwei. Also das ist jetzt so, dass diese Verbindung herrscht, ja. Und ich sage es wieder, einer von euch zwei ist hier wirklich sehr spirituell. Also das ist so, wie wenn eine Seele hier seine Richtung geht, seine Seelenmansion. Ich habe alles verstanden. Ich weiß, wie das funktioniert. Ich schenke mir diese Liebe. Und es kann ja aber auch gut sein, dass du jetzt verstanden hast, was wichtig ist in deinem Leben, dass du erkennst, ja, dass du anfängst auch zu verzeihen, ja, und automatisch ziehst du die richtige Person an, ja, weil das ist jetzt wirklich hier eine Partnerschaft, die normalerweise eine Zukunft hat, ja. Also falls du jetzt sagst, nee Katja, das ist nicht so, dann ist es halt nicht deine Partnerschaft, ja, dann ist es nicht deine Legung. Okay, holen wir jetzt die nächsten Orakelkarten. Schauen wir mal mit den Hexen, du nimmst mir hier auf. Was die Hexen uns erzählen wollen, ja, bezüglich der Liebessituation, die ihr erlebt. Avere fiducia, also du solltest hier sehr viel Vertrauen haben. Vertrauen auch in der Situation, dass es weitergeht, dass es ein gutes Ende hat, aber auch Vertrauen an der nächste Person. Das ist nicht leicht. Das ist klar, ein Krebs vertraut nicht einfach. Wenn man einmal diesen Vertrauen verliert in der Menschheit, ja, dann ist es wirklich schwer. Also das ist kein Spaziergang. Also man geht richtig in die Tiefe rein. Man sollte alle Wunden heilen, die man hat. Nur so kann man wirklich vertrauen. Und das ist sehr wichtig, okay? Questo rapporto resiste. Diese Liebe schafft das. Diese Beziehung schafft das, ja. Also es gibt Beziehungen, die wirklich füreinander, diese Menschen bestimmt sind. Und egal was ist, diese Beziehung wird bleiben. Diese Beziehung wird bestehen, ja. Weil hier zwei Menschen sind, die zusammenhalten, egal was kommt, egal welches Hindernis, diese Beziehung wird, das Wort auf Deutsch, stark sein. Das, also es ist wie wenn ihr alles zusammen überwindet. Ja, also ich muss mal gucken, wie ich das übersetzen kann.
Ja, weil das ist wirklich hier eine starke Verbindung. Also das kann ja auch gut sein, ihr seid hier wirklich auseinandergegangen und ihr seid Freunde geblieben und diese Freundschaft, was euch verbindet, das ist diese gewisse Beziehung. Aber jetzt ohne diese intime Sphäre kann ja auch möglich sein. Aber ich denke, hier geht es um zwei Menschen, die sich lieben. Um zwei Menschen, die hier zusammen sein wollen, ja. Eine Beziehung, in der man sagen kann, wir sind zusammen alt geworden, wir sind schon älter oder wir werden zusammen alt, wir sehen uns schon in die Zukunft zusammen und das braucht der Krebs. Also ich sage das immer wieder, ich spüre das auch für mich, ja, dass ich das habe in mir, dass ich jemand brauche, mit dem ich alt werde. Also bei mir ist es gar nicht so im Visier, dass ich jetzt sage, okay, es kommt ein anderer und du fängst das wieder von vorne an. Also ich bin eher der Mensch, der sagt auch, man liebt, natürlich gibt es mehrere Liebe, aber eine richtige Liebe, ein Mensch, den du über alles liebst, das ist für mich einmalig. Das ist diese Magie, ja, und das hat man, das ist nur einzigartig. Ja, das kannst du nur mit einem Menschen haben. Natürlich passiert es auch mit anderen, aber das ist anders. Natürlich, jeder Mensch ist einzigartig auf seine Art und jede Beziehung ist einzigartig, ja? Jetzt ist es wichtig, dass man den Gleichgewicht findet. Das wird jetzt hier gesagt von den Hexen. Alles das, was du nicht brauchst, ich sag ja, diesen Verständnis, dieses Karma, diese Gerechtigkeit, schmeiß weg. Das, was du nicht brauchst, hört sich jetzt scheiße an, aber manchmal ist es so, entferne dich von Menschen, die nicht gut sind. Entferne dich von Situationen, die nicht gut sind. Oder befreie dich von Situationen, die euch nicht mehr zusammen sehen, ja, oder die euch nicht dieses gewisse Etwas geben, weil jetzt könnt ihr neue Samen legen und das ist ja der richtige Zeitpunkt, ne? Das wissen wir. Okay, so machen wir jetzt weiter. Und zwar mit Cupido. Da bin ich jetzt gespannt, was Cupido hier uns erzählt. Du nimmst mir auf. Jawohl. Mal schauen, was Cupido uns hier sagt. Bezüglich. Schon wieder, Leute, das ist Wahnsinn. Das kommt die ganze Zeit. Dissento dentro, vibrazione positiva. Also ich spüre dich drinnen, in mir. Du bist in mir. Ich spüre deine positive Energie. Du strahlst Positivität in mir. Das gefällt mir. Wir sind verbunden. Leute, ihr seid hier verbunden. Das kann man gar nicht anders sagen. Divine, Energia femminile, Fiamma, Gemella. Also ihr seid hier Zwillingsflammen. Wenn man das so sagen kann, Energia Fiamma Gemella, ja, oder auch die andere Opposition. Also das könnte hier möglich sein, dass ihr wirklich hier in Verbindung seid, weil ihr die Opposition habt, ja. Der andere repräsentiert, wie sagt man das, diesen, wie kann man das nennen? Der andere repräsentiert die Opposition von deinem Geschlecht. Also wenn du jetzt sagst, ich bin jetzt eine Frau und ich habe jetzt aber die männliche Seite aktiviert und er ist Mann, aber er hat die weibliche Seite aktiviert, das ist perfekt. Oder auch andersrum, du bist die Frau und du bist mehr in diese Weiblichkeit, okay? Und er andersrum. Also das ist wie wenn ihr dann eins seid. Also ihr seid hier eins. Und kein Wunder, dass hier das Verzeihen ist. Il perdono, allgemein, wenn man auch verzeiht im Leben, dass man sich öffnet, okay? Es ist wirklich, also ich denke, es ist wirklich wichtig, dass ihr zusammenbleibt, dass es hält, diese Situation, ja? Okay, ich nehme mal die Karten, die habe ich nämlich hier draufgestellt, dass ich sie nicht vergesse. Schauen wir uns jetzt mal das mit den Tarotkarten uns an, lieber Krebs. Ja, hier kommt eine Verbesserung der Beziehung. Eine Situation, in dem du sagst, dass man hier wieder zur Frau, also ich denke, hier ist, spielt die Frau eine große Rolle, ne? Oft wird die Herrscherin, also ich lese das oder ich höre das auch in viele Videos, ne? Dass die Herrscherin ja, keine Männer braucht. Die Herrscherin ist eine Mutter, Leute. Die Herrscherin ist Golei, Lei. Sie hat wirklich alles. Sie ist die Fülle. Sie ist Mutter. Sie ist quasi die Kontrapart vom Herrscher. Das bedeutet, sie ist stark.
Aber natürlich hat sie auch einen Partner neben sich. Also du siehst hier die Dinge in der Fülle. Hier kommt auch eine erfüllende Situation zwischen euch zwei. Hier kreiert man etwas. Hier kann man auch schwanger werden, wenn man dieses Bedürfnis hat, Mutter zu sein. Dass man sagt, okay, ich weiß, dass ich jetzt bereit bin, Mutter zu sein. Ich bin bereit, hier Wurzeln zu setzen mit dieser Person. Aber ich denke, hier will man wieder etwas reparieren. Und man hat große Hoffnungen. Es kommt hier etwas auf einem zu, das zuversichtlich ist, aber auch beruflich. Hier wird ein Angebot, ja, gemacht. Das kann ja auch gut sein. Du machst jetzt ein bisschen Sorgen um diese berufliche Situation. Hier ist eine Kollaboration. Hier wird dir etwas angeboten. Du bist jemand, du bist eine Frau, die sehr stark ist. Und die Fülle ist in dir. Also ich sag mal so, die weibliche Energie hat ja eine große Fülle und eine große Seele. Du bist wirklich weitergekommen. Du hast dich weiterentwickelt, ja. Und das alles, was in deinem Leben passiert, ist etwas Schönes, ja. Also du brauchst nicht unbedingt jemanden neben dir. Das stimmt schon, die Herrscherin, die kann das auch allein. Aber die Herrscherin hat auch das Bedürfnis. Also für mich ist die Herrscherin auch die Mutter. Das ist anders wie die Hohenpriesterin. Also wenn ich jetzt die Hohenpriesterin nehme, die Hohenpriesterin ist jemand weniger interessiert am Kinder, sondern eher am Studium, eher am Lernen. Das ist dieser esoterische Bereich, aber die Herrscherin nicht. Sie beinhaltet alle drei Essenzen. Also die Herrscherin hat auch die drei. Das dürfen wir nicht vergessen. Anima, Seele, Körper und Verstand. Das ist alles drei in eins. Die Natur. Sie ist verbunden mit allem. Ja? Und das ist schon, das ist wahrscheinlich diese positive Energie, die du ausstrahlst in der Beziehung. Dass du eine starke Persönlichkeit hast. Du hast einen starken Charakter, aber du bist nicht nur das. Du hast auch eine starke Seele. Ja, und hier kommt wirklich, hier kommen die Dinge, wie sie sein sollten. Du kannst jetzt einmal sagen, Katja, er ist wieder zurückgekehrt zu seiner Frau. Kann gut sein. Kann gut sein, dass er jetzt hier quasi das repariert. Das kann aber auch gut sein, dass der Schlüssel bei der Mutter liegt. Was ich auch vorhin gesagt habe, ist, achtet, wo Chiron ist. In dem Planeten, wo die Wunde ist. Zum Beispiel, ich mache immer meine Beispiele, weil ich mich ja kenne. Meine Geburtskarte, ich habe das im vierten Haus, gerade bei dir, lieber Krebs. Und das ist alles mit Mutter und Vater, aber meistens mit der Mutter. Man kommt, man inkarniert sich und die Mama, quasi diese La Ferita, die Wunde besteht immer aus den Eltern. Also man hat eine starke Wunde und das ist die Mutter. Und wenn man daran arbeitet, an der Mutter, woran liegt das, ne? Hast du vielleicht nicht ein gutes Verhältnis gehabt oder sogar zu viel? Manchmal kontrollieren auch die Mütter zu viel, dass man auch verwöhnt wird und dass man auch irgendwo diese Disharmonie hat im Leben, ja? Also das ist wie wenn du jetzt hier Frieden machst mit dir selbst, mit deinem inneres Kind, mit deiner Seele, mit allem, was um dich herum ist und du genauso jetzt leben kannst. Leben kannst, sagen wir mal, Richtung eine neue Situation, ja? Ich würde das mal so sagen. Okay, schauen wir jetzt mal die männliche Energie uns an. Schauen wir uns mal die männliche Energie an. Für den Krebs, du kannst ja auch eine Frau sein. Warte mal, ich drehe es um. Die Wahrheit. Die Wahrheit kommt ans Licht. Man möchte hier die Wahrheit sagen. Man äußert sich mit der Wahrheit. Das ist wichtig, dass jetzt alles rauskommt, wie es ist. Ja? Vielleicht erfährt hier jemand etwas. Und guck mal, man wird hier wiedergeboren. Im Winter hat es schon begonnen. Das kann aber auch gut sein, im Winter passiert diese Wiedergeburt. Leute, das ist alles immer ein Zyklus, ja. Winter, ihr könnt auch natürlicherweise ein Schütze drin sein, ein Skorpion Richtung Winter, aber auch ein Steinbock, ja, Steinbock auch. Also Steinbock, ich könnte ja auch sagen Wassermann, ne? Wassermann ist ja auch noch so eher Winter, aber hier ist diese Wiedergeburt sehr wichtig von der männlichen Seite, ja. Also ich denke, die männliche Seite braucht das mehr. Braucht mehr die Übung, braucht mehr diese La Perseveranza, dranbleiben an dem Ball, dass man das schafft.
Ja, also weil eine Energie, das kann ja auch gut sein, das ist immer noch dieselbe. Du sagst, Katja, ich habe niemanden, ich höre es mir aber gerne an und ich bin da, meine passive Seite und meine männliche Energie, mach das jetzt, setz das um. Das ist die perfekte Kollaboration zwischen zwei Seelen, ja? Wenn sie zusammen kollaborieren. Nur wenn man zusammen kollaboriert, funktioniert die Beziehung, ja? Nicht anders. Okay, schauen wir jetzt mal mit den... ganz normalen Orakelkarten. Notiz hier, hier sind Neuigkeiten bei der männlichen Energie, Sigillo. Neuigkeiten bezüglich, kann aber auch gut sein, dass hier jemand heiratet oder dass man hier irgendwelche Einladungen bekommen kann. Also zum Beispiel, man weiß ja schon, im Sommer ist, findet eine Hochzeit statt, etwas Schönes. Es kann aber auch gut sein, dass ihr hier irgendwie diese Neuigkeiten, dass ihr hier diesen nächsten Schritt eingeht, zusammen, und dass das quasi diese Neuigkeit ist von eurer Beziehung, ja, also hier ist auch irgendwo Strategie, ich kann dir jetzt nicht sagen, ist diese Strategie, ja, das ist eher die Fantasie, die das macht, ja, man sollte sich wirklich anstrengen, man sollte nicht mehr in dieser Fantasie leben, man sollte sich jetzt anstrengen, ja, damit es klappt, damit man rauskommt, und man braucht auch ein bisschen Strategie, sonst geht es nicht. Und hier, wie gesagt, kann man auch irgendwie einen Kurztrip machen, vielleicht warst du schon im Urlaub, du hast hier ein bisschen so zu sagen nachgedacht, du hast dich erholt, ja, von diesem Urlaub, kann aber auch gut sein, lieber Krebs, dass du jetzt einfach mal mit dieser Person etwas unternimmst, zu zweit. Ihr unternimmt hier etwas, ja, nur ihr beide alleine, um euch wirklich die Wahrheit zu sagen, um euch wiederzufinden, um Zeit miteinander zu verbringen, weil ich denke, hier ist irgendwo ein Vertrag, also diese Karte möchte hier eine Ehe zeigen, aber auch einen Vertrag, dass die Seelen haben. Wisst ihr, wir tun nicht irgendeine Seele umsonst kennenlernen. Das hat immer ein Zeichen, es bedeutet uns immer etwas. Ja? Keine Seele oder keine Seelen treffen sich zufälligerweise, sondern es gibt immer eine Erklärung, wieso die Menschen in unser Leben reinkommen. Ja? Okay, schauen wir uns jetzt mal die Situationen uns an. Die Situation zwischen euch. Schön, schön. Also schön, Leute, aufpassen. Aufpassen, weil hier ist jemand, der eine Brille anhat. Eine Brille, und diese Brille muss man hier unbedingt weglegen. Weil man sieht die Welt nicht, wie sie ist. Und hier sollte man anfangen, sich zu heilen. Sonst geht das gar nicht. Also diese Frau könnte hier sehr charmant sein. Sehr, wie sagt man das, sehr... provokant. Also wir haben hier eine Dame, die vielleicht auch ein falsches Spiel spielt. Ja, also da muss man vorsichtig sein bei der männlichen Energie. Das kann ja eine Mutter sein, das kann ja eine Schwester sein, eine Freundin, vielleicht auch jemand, der hier blockiert. Ja, das kann gut sein, aber hier ist irgendjemand vielleicht nicht ganz ehrlich. Ja, wie gesagt, ich denke nicht, dass ihr beide das seid, sondern hier ist irgendwo eine dritte Person im Spiel mit drin, ja, und das Ganze. Und es ist wichtig, dass diese Person hier anfängt, genauso wie bei dir, wo ich ja gesagt habe, deine Seele, deine Evolution, anfängt auch zu verstehen, ja, was ich bis jetzt nicht gesehen habe. Vielleicht habe ich wirklich lange diese rosarote Brille getragen und habe gar nicht gemerkt, was ich tatsächlich gefühlt habe oder gesehen habe. Kann aber auch gut sein, dass hier jemand gestalkt wird. Ja, dass man vielleicht diese Person beobachtet. Leute, hier Successo, Erfolg. Erfolg in der Liebe, Leute. Erfolg in jeder Linie. Der Erfolg ist drin in dieser Liebessituation. Eine neue Liebe. Nicht nur eine neue Liebe, sondern il rinnovo, dass sich zwei Menschen, die sich lieben, das wieder euch vereint. Versteht ihr das? Ich sage ja, eure Beziehung bleibt. Ihr seid stark. Diese Beziehung bricht nicht. Es ist eine starke Beziehung, die euch verbindet. Eine starke Verbindung ist zwischen euch zwei. Und die kann keiner kaputt machen. Versteht ihr das? In comando. Also natürlicherweise kann ja gut sein, dass jemand hier sich beherrscht oder jemand verstanden hat.
dass man hier etwas machen soll, dass man hier sich zu etwas Neues richten sollte. Hier hat sich etwas geöffnet. Jule, apertura di un nuovo ciclo. Hier eröffnet sich eine neue Türe und diese neue Türe lädt dich ein, ja, die neue Perspektive zu sehen. Also hier ist etwas passiert im Winter. Natürlich kann das gut sein, dass du vielleicht im Winter wieder gehört hast von ihm oder ihr habt etwas verstanden, wenn ihr zusammen seid, habt ihr vielleicht etwas geplant. Kann ja gut sein, ne? Mal gucken, was jetzt Cupido sagt, aber hier ist der Erfolg da, weil ihr einfach diese starke Verbindung habt. Das ist alles, ne? Und wenn diese starke Verbindung da ist, da kann kommen, wer will, da kann diese Frau mit dieser Schlange kommen und hier machen, tanzen, wie sie will, das bekommt sie nicht hin, ne? Das kriegt man nicht hin. Wer weiß, vielleicht ist es auch jemand aus der Familie. Peccato non sentire la tua voce. Also hier ist es sehr schade, dass ich nicht deine Stimme höre. Also das kann gut sein, dass man hier irgendwo auch einen Kontaktabbruch gehabt hat. Oder es kann sein, dass diese Frau hier das sagt. Ja, zu diesem Mann, also schade, dass ich dich nicht mehr höre, aber er hat die Türe geschlossen, weil er hier mit dir zusammen sein will, er sich entschieden hat. Mi piacerebbe regalarti l'immenso potessi fare. Also diese Person liebt dich, also wenn ich das so sagen kann, hier ist jemand, der wirklich wahre Gefühle für dich hat und alles machen würde für dich, alles, wirklich, wenn er oder sie könnte, würde sie dir alles schenken, also das Universum auf den Füßen legen, wie man das so schön sagt. Ja, also hier alles für dich tun. Okay? So, stellen wir sie jetzt mal dahin. Ich habe gar keinen Platz. Lieber Krebs, machen wir weiter mit dem Tarot, was sie uns sagen. Also hier habe ich das Gefühl, wirklich, dass irgendjemand auch diese Liebessituation sabotieren möchte oder versucht hat, das zu sabotieren oder Menschen gibt, die nicht eher für euch zwei sind, ja. Warte mal, ich drehe sie um, Entschuldigung. Ja, hier fühlt sich jemand tatsächlich gebunden. Hier fühlt sich jemand gebunden und möchte abhauen am besten, aber das geht nicht. Du kannst nicht abhauen, du kannst nicht vor Probleme abhauen, das geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Also es ist wie wenn hier jemand sich selber tradisce, fremd geht. Es kann aber auch gut sein, hier ist jemand fremd gegangen. Ja, wer weiß, vielleicht ist es auch so, diese Person ist wirklich fremd gegangen und er hat hier gesehen, was er falsch gemacht hat, wie er sich falsch benommen hat. Auf jeden Fall ist es aber nicht so, dass du jetzt denkst, lieber Krebs, er darf zurückkehren oder sie muss zurückkehren, um Gottes Willen, das sage ich niemals. Also hier gibt es zwei Varianten. Entweder man hat sich hier von dieser verführerischen Energie transportieren lassen, ja, geht man sich auch selber fremd. Also man hat hier keine, man sieht hier keine Angelegenheit, wie man weitermachen kann. Ja, hier sind die Dinge sowas von im Unterbewusstsein und man hat hier nur eine Seite ernährt. Aber wir wissen ganz genau, wir dürfen hier nicht nur eine Seite ernähren. Hier gibt es jemand, der wirklich sich selbst tradisce, sich selber reinlegt, sich selber sabotiert. Das ist nicht das Schöne an der Sache. Ne, das ist ja überhaupt nicht das Schöne an der Sache, dass man jetzt anfängt, hier nicht korrekt zu sein. Die Sonne scheint auf ihm. Die Sonne scheint auf ihm. Das ist für mich wie, hey, trete an, zeig dich, bewahre dich. Du kannst diesen Kampf auch gewinnen. Du kannst erfolgreich sein, wenn du das willst. Aber wenn du nicht mehr abhaust, wenn du zeigst, wer du wirklich bist, kämpfe an, zeige dich. Das ist auch etwas Mentales. Leute, hier ist etwas im Unterbewusstsein sehr geankert, das einem nicht weiterbringt und mental. Das ist alles mental. Ich bin blockiert, ich komme nicht weiter und ich schaffe das nicht. Also hier wahrscheinlich die männliche Energie sollte an sich arbeiten. Extrem, extrem, ja, damit man das schafft. Man kann nicht mehr abhauen, man kann nicht von Problemen abhauen, man kann sie nicht vermeiden. Ne? Wie gesagt, vielleicht ist es auch so, hier ist jemand fremdgegangen oder er selber hat das mitgemacht. Man ist ihm fremdgegangen. Und deswegen glaubt er nicht an diese Verbindung zwischen euch zwei. Aber nicht alle Frauen sind gleich. Oder du sagst als Frau, Katja, das bin ich. Er ist mir fremdgegangen. Okay, ich weiß, das ist nicht leicht. Aber wenn ihr wirklich euch liebt und diese Verbindung besteht,
diese starke Verbindung. Dann könnt ihr das schaffen, ne? Also wir haben hier Luftelemente, wir sind schon sehr in Luft. Wir haben hier Waage, Zwillinge. Vergesse ich jemand? Wem vergesse ich? Den Wassermann, meine Wassermann-Menschen. Zwillinge wieder, sehr stark. Fische und zu guten Letzt Steinbock, Saturn. Also wie gesagt, das kann auch jemand sein, der wirklich Schwierigkeiten hat, sich zu äußern mit Gefühle, weil Saturn ist jemand, aber Saturn ist auch etwas, was weghackt, was alles wegnimmt, wenn es hart auf hart kommt. Ne? Also da muss man wirklich vorsichtig sein mit Saturn. Es ist kein Spaß. Ne? Also ich sage immer, Saturn und Pluto sind keine einfachen Planeten. Nee. Also die sind schon an sich ein bisschen auch gefährlich. Ja? Okay. Lieber Krebs, diese starke Verbindung, wenn es wirklich eine starke Verbindung ist, dann geht sie nicht kaputt. Sie wird hier halten, es hält, alles was stark ist, hält, alles was befestigt ist, hält. Und wenn es nicht so ist, dann wird das auch nicht halten. Ja? Wenn es deine Legung war, freue ich mich über ein Feedback, über einen Daumen nach oben. Pass auf dich auf, lieber Krebs, mach's gut. Ciao!